Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer und zwar mit dem Pure 8A für 1685 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord von HiFi. Er schreibt noch dabei, leider sehr ähnlich zum letzten Videovorschlag, aber das möchte sich mein Kollege holen, beziehungsweise man könnte auch diesen PC und Markus seinen von Reincomputer miteinander vergleichen. Mache ich jetzt nicht. Ich vergleiche das gleich mit einem anderen System, weil wir hier noch auf einer älteren Plattform sind und bei dem anderen System auf einer neueren Plattform. Starten wir aber erstmal mit dem Bild. Das ist das ganz normale Gehäusebild. Die Lüfter, die ihr hier seht, die sind auch so verbaut, das passt soweit. Das Gehäuse ist ein Enderfy ARC 700R. Das ist quasi so wie das ARC 700 ARGB, nur halt ohne ARGB. Das bringt auch 340mm Lüfter in der Front mit und 140er im Heck, die allerdings, wie gesagt, nicht beleuchtet sind. Airflow hat dieses Gehäuse genug, Platz hat dieses Gehäuse genug. Ich hatte es selber schon im Test, kann ich überhaupt nicht meckern. Und das kostet 108,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Und das ist diese Sache, was ich eben schon angesprochen habe. Wir sind hier noch auf der älteren AM4-Plattform unterwegs. Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm, weil dieser Prozessor, der hat ordentlich Leistung. Mit dem könnt ihr auch streamen, wenn ihr wollt, oder Videos rendern, überhaupt kein Thema. Dazu hat er auch noch den 3D-V-Cache, hat der 7800X3D zum Beispiel auch. Da habt ihr halt noch ein bisschen mehr FPS, ne? Das Ding ist halt, ihr könnt da nicht mehr großartig aufrüsten. Da kommt nicht mehr viel. Also, beziehungsweise, das war es, glaube ich, in der Serie jetzt auch. Der 5800X3D zum Zocken natürlich super geeignet, aber halt älter. Ich persönlich bin halt der Meinung, dass man so ab 1400, 1500 Euro so langsam mal auf AM5 gehen sollte oder auf den aktuellen Intel-Sockel. Aber naja, so ist es jetzt halt. Und der kostet 275 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 7900 XT 20 GB Custom Design. Die 7900 XT ist quasi die vorletzte Stufe. Es gibt dann auch noch die 7900 XTX aus dem AMD-Lager, aber die hat auch schon ordentlich Leistung, auch für 4K-Gaming. Und eben auch 20 GB VRAM. Damit solltet ihr erstmal eine Weile auskommen. Da wir jetzt nicht genau wissen, welche wir bekommen, nehme ich jetzt die Hellhound. Hellhound, da habe ich immer noch so ein bisschen das Klingeln im Kopf, so Spulen fiepen. Aber wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, welche es genau wird. Es ist jetzt die günstigste bei Geizhals. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 719 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist von ADATA, XPG, GAMX, D35, 32 GB, DDR4, 3600 MTS, CL18. 32 GB in dem Preisbereich und im DDR4-Bereich sollte man auch erwarten. 3600 MTS ist auch völlig okay, kann ich jetzt überhaupt nicht meckern. Natürlich gibt es besseren. Es gibt auch CL17er RAM und CL16er RAM und so, aber zum Zocken reicht der dicke. Aber natürlich, durch den AM4-Sockel sind wir hier halt auch noch auf DDR4 und nicht auf DDR5. Und der kostet 77,39 € bei csvdirekt.de. Das Mainboard ist ein MSI B550A Pro. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr potenziell noch 3 Erweiterungsslots für irgendwelche Sachen wie eine Capture-Karte oder so, sage ich ja immer wieder dabei. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Netzwerkanschluss, Onboard-Grafik, DisplayPort und HDMI könnt ihr mit diesem Prozessor sowieso nicht benutzen, schließt bitte das Monitorkabel an der Grafikkarte an. Haben wir sehr oft den Fehler. Ich sage es immer wieder dabei. Und den PS2-Anschluss werdet ihr praktisch auch nicht benutzen. Könnt ihr natürlich, aber macht keiner mehr. Das Board ist weiß Gott nichts Besonderes. Das ist so diese Einsteigerklasse im B550 Full ATX-Segment, aber reicht für den Prozessor irgendwo auch aus. Natürlich gibt es viel hübschere Boards, die sind dann aber auch wieder deutlich teurer. Und bevor ihr fragt, WLAN und Bluetooth sind bei diesem Board nicht mit dabei. Dafür könntet ihr so einen Erweiterungsplatz benutzen. Holt euch so eine WLAN-Bluetooth-Karte für 20 Euro, steckt die da rein. Ihr könnt natürlich auch eine für USB nehmen, aber die direkt auf dem PCI Express-Slot aufliegen, sind meistens auch ein bisschen schneller bzw. stabiler. Und das kostet 105,80 € bei Mindfactory.
Die SSD ist eine ATA XPG Gummix S70 Blade 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 6700 MB/s mit TLC-Speicher. Ist sauschnell. 2 TB auch geil in diesem Preisbereich, weil einige schmeißen 1 TB rein, sehen wir gleich auch noch. Das ist halt auch immer so ein bisschen schade, ne? Aber 2 TB sind auf jeden Fall gut und die Geschwindigkeit halt auch. Und die kostet 145,89 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein End of Life Fortis 5. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt. Naja, lasst es 190 bis 200 sein. Ich hatte den auch schon im Test. Das Video findet ihr auf meinem Kanal. Hat auch keine RGB-Beleuchtung oder so. Ist halt ein stinknormaler Luftkühler. Und der kostet 41,55 € bei Reichel.de. Und das Netzteil ist ein ADATA XPG Kyber, keine Ahnung, 750 Watt Gold. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Man sieht natürlich, hier Krotos geht viel auf ADATA, weil er da gute Einkaufspreise hat. Das macht natürlich den Preis für den Endkunden dann auch ein bisschen günstiger. Das bringt auch schon den neuen RTX 3.0 Standard mit, braucht ihr bei der Grafikkarte nicht, aber ist halt mit dabei. Und ist es halt leider nicht modular. Kann euch irgendwo auch egal sein, ihr kauft das System sowieso fertig, dann liegen die Kabel halt im Gehäuse, die nicht gebraucht worden sind, beziehungsweise in der Rückwand, die seht ihr nicht, aber sie liegen halt drin. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn Krotos irgendwie einen PC baut, selbst wenn das Netzteil modular ist, schmeißt er die Kabel irgendwo ins Gehäuse rein. Naja, ist halt so. Und das kostet 106,64 € bei MK Trade SEA beim Amazon Marktplatz. Naja, gut. Ansonsten wird noch Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Da sind auch meistens die Treiber mit dabei. Ihr könnt euch natürlich einen Key bei meinem Partner besorgen oder sonst wo, ist mir relativ egal. Dann könnt ihr auch upgraden auf Windows 11, das passt soweit schon. Aber es steht jetzt halt nicht bei Geizhals drin. Dann kommen wir auch mal zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1580,26 €. Und das Moped kostet 1685 €. Da seid ihr jetzt bei bummelig 100, 105 € fürs Zusammenbauen und Windows installieren mit Treibern und so weiter. Was völlig gerechtfertigt ist. Kann man so machen. Natürlich, wie gesagt, hat er andere Einkaufspreise. Ne? Der will ja auch irgendwie noch die Butter aufs Brot kriegen. Von daher ist aber ihm gegönnt. Und der Kunde zahlt halt effektiv gegenüber Geizhals Einzelpreise 100, 105 € fürs Zusammenbauen. Direkt stören tut mich an diesem System eigentlich nichts. Das Ding ist jetzt einfach, ihr habt halt eine ältere Generation, DDR4 RAM und halt noch den AM4-Sockel mit einem älteren Prozessor. Deswegen habe ich jetzt auch eine Alternative rausgesucht. Ja, die ist teurer, klare Sache, hat aber auch schon DDR5, hat den 7800X3D. Und einige Sachen, die mir auch nicht gefallen, deswegen sage ich das gleich mit dabei. Das ist bei Dubaro der Gamer PC Ryzen 7 7800X3D mit RX 7900XD. Das heißt, die Grafikkarte ist schon mal gleich. Der kostet 1799 €, ist runtergesetzt von 1899 €. Übrigens, Grüße an Hightech. Das sind richtige Streichpreise. Das ist nicht super Sale. Das sind 100 € weniger. Das ist realistisch. Wobei, das ist nicht nur Hightech. Ach, lassen wir das. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Ja, das ist das ganz normale Gehäusebild. Klare Sache. Wir haben hier aber schon 4 RGB-Lüfter. Das heißt, bei dem System ist auch ein bisschen was fürs Auge dabei. Bei dem anderen leuchtet halt eventuell nur die Grafikkarte. Bei dem hier haben wir die Frontlüfter, den Hecklüfter. Dann ist da, glaube ich, noch ein CPU-Kühler drin, der leuchtet. Wir schauen jetzt mal. Also erstmal haben wir natürlich die aktuelle Generation, wie eben schon gesagt, den 7800X3D anstatt dem 5800X3D. Wir haben den End of Life Fortis 5 ARGB. Ist der gleiche wie bei Krotos, nur dass er halt Beleuchtung hat. Das Mainboard ist ein MSI Pro B650 S Wi-Fi DDR5. Ja, es bringt DDR5-Sockel mit. Ja, es hat auch Wi-Fi. Es ist nichts Besonderes. Also das Board ist nicht sonderlich hübsch, hat nicht die Mega-Ausstattung, ist aber auch Full-ATX, auch so ein Einsteiger-Ding halt. Bei der Grafikkarte habe ich jetzt einfach die gleiche mit in den Warenkorb geworfen, auch die Hellhound. Als Arbeitsspeicher haben wir auch 32 GB DDR5 RAM, 6000 MTS Kingston Fury Beast. Haken an der Sache ist CL40 Speicher. Da sage ich euch direkt dabei, holt euch CL30 für 20 € Aufpreis. Könnt ihr im Konfigurator einfach umwerfen. 20 € mehr habt ihr CL30 RAM. Bevor jetzt wieder die Diskussion anfängt, du hängst dich zu sehr an den Timings aus. Ey Leute, für 20 € kann man es halt mitnehmen. Ist halt einfach so. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2. Also erstmal ist die halb so schnell wie die von Krotos und auch nur halb so groß. Deswegen konfiguriert sie euch auch um. Ja, ich weiß, das System wird dann wieder 60 € teurer. Es ist halt einfach so. Mit 1 TB kommt ihr nicht weit. Und ich habe ja direkt gesagt, ja, wir haben einen aktuelleren Standard, aber das System gefällt mir halt nicht zu 100%. Das Netzteil ist ein 850 Watt Gigabyte. Das ist 80 plus Gold zertifiziert, genau wie das andere auch. Vollmodular in dem Fall, das heißt, die Kabel werden weggelassen. Allerdings bringt das noch nicht den neuen Stecker für die neuen Nvidia-Grafikkarten mit. Halt dieser 12-Volt High-Power-Anschluss. Braucht ihr bei der Grafikkarte, wie gesagt, sowieso nicht. Ist aber ganz nett, wenn es mal mit dabei ist, falls man mal umsteigt. Ja, und bei dem Gehäuse, gut, das hatte ich noch nicht hier. Es hat eine Meshfront und 4 Lüfter wie das ARX auch. Das wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein. Beim Betriebssystem ist überhaupt nichts vorinstalliert. Könnt ihr euch selber darum kümmern. Ich habe ein Video auf meinem Kanal, wie man so einen USB-Stick fertig macht. Dann könnt ihr euch das auch einfach vorinstallieren. Dann schauen wir uns hier mal das Endergebnis an. Hier habe ich auch nichts umkonfiguriert.
konfiguriert. Also nicht den RAM oder die SSD, sondern wirklich so Stock belassen. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Beim Gehäuse muss man dabei sagen, ist gerade nicht verfügbar, allerdings kostet es halt 80 Euro so im Schnitt. Stand zumindest in diesem historischen Diagramm da. Das heißt, ihr seid bei effektiv 1663,20 Euro mit dem Gehäuse. Und das Teil kostet halt 1799 Euro, das heißt, Ubaro nimmt für das Zusammenbauen und Garantie und den ganzen Quatsch, das was Krotos auch macht, quasi 136 Euro. Ja, das ist ein bisschen mehr als das, was Krotos nimmt. Und das System ist auch teurer, gerade wenn ihr es noch umkonfiguriert. Aber dann seid ihr wenigstens auf dem aktuellen Sockel, aktueller RAM-Speicher und so weiter. Das könnt ihr euch jetzt halt überlegen. Die Systeme sind beide keine Abzocksysteme. Hier habt ihr es etwas moderner, müsst ein bisschen mehr bezahlen. Und hier ist es halt ein bisschen älter, müsst aber ein bisschen weniger Aufpreis bezahlen. Habt dafür aber auch kein Bling-Bling bei diesem System. Halt nur die Grafikkarte, wenn sie denn leuchtet. Ich weiß ja nicht, welche drin landet, aber die meisten Grafikkarten leuchten einfach. Wer ein System haben will, wo die Optik völlig egal ist, ein schwarzer Kasten, der steht da und soll funktionieren, ja, dann nehmt den ruhig von mir aus und findet euch damit ab, dass es so, wie es da steht, gut funktioniert, aber ihr halt später nicht mehr großartig erweitern könnt, weil ihr halt auf AM4 seid. Wer ein etwas zukunftstauglicheres System haben will mit Bling Bling und etwas mehr Aufpreis zahlen möchte, nimmt halt das Dubaro-System. Aber um es kurz und knackig zu halten, ja, von mir aus kauft es euch. Ich habe da jetzt nichts dran auszusetzen, warum auch. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.